einfallen. Sei nicht fies zu Brandon. Ich nicht. Wir necken uns nur gerne. Hat sie gerade gezwinkert und man sieht ihre Augen trotzdem? Das ist so gruselig. Aber sicher hast du. Lass uns das Thema wechseln. In Europa stehen einige Wettkämpfe an, oder? Erst Frankreich, dann Deutschland und zuletzt die beiden Großen in England. Oh, wow. Ihr solltet euch weniger Sorgen um die Pferde machen. Ich brauche bald mehr Ruhe als sie. Oh ja, also da stehen einige Turniere vor uns. Und also ich finde es jetzt, hier muss ich aufpassen, dass ich ja nicht mehr drauf achte. Wenn sie blinzelt, dann schließen sich die Augen nicht, sondern nur die Wimper bewegt sich nach unten. Das sieht so ekelhaft aus. Ich werde versuchen, nicht mehr darauf zu achten, weil sonst ist es das schlimmste Horrorspiel, was du jemals spielen kannst. My House and Me 2. Back to Horror Island. Mal schauen, was wir jetzt für ein Video hier haben. Freigeschaltet an unserem Rechner. Und so viele neue Klamotten waren jetzt nicht bei, dass es sich lohnt, uns großartig umzuziehen. Aber das Video, das würde ich dann doch gerne nochmal mitnehmen. Ja, nicht meine Statistiken, sondern meine Videos. So. Na, wo ist es? Das ist ja schon deine Videos. Okay, Bonusvideo 2. Ach, wie schön, wieder eine Dressurreiterin hier. Die hohe Videoqualität ist atemberaubend. Genauso die geile Musik. Wie schön. Wow, wie anmutig diese Reiterin hier das Pferd quer über den Hof treibt. Und da steht sie auch, eine Amerikanerin, aber anscheinend ein deutsches Turnier, weil da war Sparkasse und Arag-Werbung im Hintergrund. Ja, und dann, glaube ich, ist es wieder der Alltag und wir gucken nach, wie es unserem Pferd geht und danach müssen wir dann entscheiden und können dann zu den nächsten Turnieren hier ausrücken. Und mal gucken, ob danach dann an der Story ein wilder Twist und sowas geschieht, was uns dann doch vielleicht das Weiterkommen verhindert. Wir haben jetzt schon gesehen hier von dem Medienmogul da, dem Reichen, der den Stall kaufen will. Und ob sich da noch was weiterentwickelt, das werden wir rausfinden. Wir sehen da hinten, Tarek geht es eigentlich noch einigermaßen gut. Müssen wir mal gucken, ob wir da jetzt noch ausreiten oder ob wir uns gleich das nächste Turnier anschauen. Guten Tag, meine Lieben, willkommen zurück hier zu My House and Me 2. Und Emma und ich sind auf dem Weg zum nächsten Turnier. Wir waren ja beim letzten Mal in Polen. Ne? Polen, war das der große Grand Prix von Polen? Da waren wir noch ein bisschen Virginia. Und jetzt geht's weiter. Wir gucken mal. Südaustralien waren wir auch schon, genau in Bern. Bern, Bern. Bären mit so einem komischen Bären. Ich glaube, das ist vielleicht, keine Ahnung, was sein könnte. Bären, Salze, Bären, Salé, Dings, wahrscheinlich irgendwas in Frankreich. Borneu heißt das bestimmt. Das heißt bestimmt Borneu, auf jeden Fall. Ganz egal, wie es heißt, wir werden jetzt da hingehen und das wegrocken. Und wir starten mit Dressage. Tag, weiß ich nicht, Dalö, je hoppeldi, un Emma. Bern heißt sie hier in Frankreich, oui. Willkommen. Bonjour an diesem Nachmittag. Das ist ganz deutlich in Frankreich. Man sieht es an den ganz wundervoll gestalteten Hintergrundbildern. Ah, und dieses Einhorn auf ihrem Rücken ist hart. Mein Gott, ist das süß. Ich bin ein so guter, merkt ihr schon, wie gut ich bin? Wie gut bin ich? Es liegt nur an meiner neuen geilen Tastatur. So. Und falls euch das interessiert, eine Rockhard ist cool. Irgendwas. Ja. So eine geile blaue. Keine Ahnung. Es ist halt eine neue Rockhard-Tastatur. Ich hatte sonst immer Logitech. Jetzt habe ich mal eine Rockhard. Mal gucken, wie die sich so macht. Ja. Falls ihr mehr über meine Hardware wissen wollt, dann weiß ich gar nicht. Ich habe es, glaube ich, nicht in der Videobeschreibung stehen. Aber okay, brauche ich jetzt auch nicht. Hä, wie? Ich habe doch gedrückt. Was ist los? Da hat mich meine Rockhard-Tastatur schon wieder total verlassen, quasi. Na, ich drückte und nichts geschah. Es ist nicht mein Fehler, sondern das der Tastaturart.
Ja, ist ja immer so. Die anderen sind ja immer schuld, wie wir alle wissen. Man ist selber nie, also wirklich ausnahmslos nie schuld. Ob sie da ganz elegant mit ihrem Einhorn auf dem Rücken, aber wenn ich so eine schöne Einhornjacke hätte, dann könnte ich auch so gut reiten. Das liegt natürlich nur daran, wenn man so eine Einhornjacke hat. Habt ihr keine Einhornjacke oder denkt ihr, ihr könnt nicht besonders gut reiten, dann legt euch eine Einhornjacke zu. Oder wollt ihr mit dem Reitsport anfangen und ihr wollt gleich alles wegrocken? Ja, Einhornjacke ist das Geheimnis. Ich weiß nicht, ob es da was von Eskadron gibt, aber ansonsten nehmt ihr halt was Billigeres. Oder ihr malt einfach euch selber. Das wäre auch nochmal, ich weiß nicht, gibt's das? Ist das eine Marktlücke? Ist das überhaupt zugelassen? Es gibt doch so viele sowieso Sachen wie so hier, T-Shirt-Dinges, Bedruckungszeug und Pullis, Shirtinator und so Kram, dass man sich selber Reitsachen bedrucken kann. Das wäre doch gut, aber das ist wahrscheinlich das nicht zugelassen, oder? Das ist verpönt im Horse-Sport, oder? Glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht. Also sagt man, man kann sich Reitsachen selber editieren. Also ich mein, von fabrikmäßig. Nicht so, ich male es selber drauf. Das können natürlich nur die Fakes machen. Ich bin mir sicher, die Fans dieses Teams haben alle dass man es halt so irgendwie kauft und bestellt. Naja. Ich habe keine Ahnung, ob es geht oder nicht. Auf jeden Fall rocke ich hier gerade. Oh mein Gott, ich habe die falsche Richtung gedrückt. Emma, was soll das? Das Pferd sieht ein bisschen abgelenkt aus. Ich weiß nicht genau. Vielleicht hat es keinen Bock oder... Ich weiß es nicht. Vielleicht ist ihm auch einfach nicht so gut. Ich traure immer noch. Ah, habt ihr schon gesehen? Ich habe übrigens hier diese geilen Sternchen hinten auf den Pferdeflanken, ne? Die sind wirklich super, super toll. Und auch sehr, sehr plakativ auf den Fahrrad. Und grüßen. Aber so grüßt man doch nicht, oder? Nach der Dressur. Man konnte Finger verbeugt sich und hinten nicht so viel. Super. Du gewinnst deine Goldmedaille. Das ist verdient. Du hast eine neue Lebensstand freigeschaltet. Eine super schöne Reithose. Aus, die nicht geil. Und Lauren Williams mir wieder auf Plunk 2. Aber da ich auf Plunk 1 bin, Teilnahmesprungwettbewerb. Das machen wir gleich mal als nächstes. Und dann werden wir auch hier den Franzosen mal ordentlich gucken, wo das Baguette sein Teig herbekommt. Ne? Es ist ein wunderschöner das Morgen hier in Dorf. Das Der die Krepp, Freunde des Reitsports können sich auf ein wahres Fest freuen. Aufschrift, die Ränge stellen sich bereit, ne? Und die also Zuschauer das, sind schon sehr gespannt, wo quasi welches Team das Zuschlagende sein wird. Der Froschschenkel. Und hier kommt der nächste Reiter. Wie hässlich die Menschen im Hintergrund gemacht sind, das ist ja unfassbar. Werfen Sie einen Blick auf das Reiterpaar. Das Pferd hätte man sich ruhig ein bisschen Mühe geben können. Also zumindest ein wenig. Ja? Aber nein. Aber nein. Wozu denn Mühe geben, wenn es so auch geht? Ich steuere hier einfach mal mit Vollspeed. Ich glaube, das ist nicht so die beste. Ah, und genau, wir hatten ja die Diskussion. Also wir hatten eigentlich gar keine Diskussion. Ich hatte gesagt, ich müsste ab und zu mal... Scheiße, ich habe Fehlerpunkte. Mehr abkürzen, damit das hier mit der Zeit besser hinhaut. Und irgendwie fällt es mir bei dem Spiel schwieriger, wirklich gute Abkürzungen zu finden. Ich kann gar nicht sagen, wieso. Aber es ist einfach so. So... Versuch's einfach mal so ein bisschen, aber dann gute ich Geschwindigkeit. Das Gefühl, da wird zwar ein bisschen Zeit rausgeholt, aber dafür mein Sprung wirklich unpräzise. Ne? So, oh ja, da muss ich. Das war jetzt natürlich blöd, da habe ich ein gute bisschen. Gute Geschwindigkeit. Oh Gott. Da habe ich quasi. Ich wollte verkürzen, habe aber verlängert. Eine ganz dumme Sache. Das sollte mir normalerweise nicht passieren. Okay, hier easy geschafft. Einmal halt gerissen, ne? Da bin ich jetzt schon wieder skeptisch, ob das noch was wird. Wir gucken wir haben mal. Die beste Vorstellung des heutigen also mit der Nicht-Goldmedaille bin ich nicht zufrieden, aber ich weiß nicht, ob ich hier die Wahl habe. Und Silber. Geil, ich habe so einen Steigbügel geschenkt bekommen. Samantha Williams mal wieder als Erster. Ja gut, Silber ist akzeptabel. Da machen wir jetzt mal querfeld ein und wir akzeptieren die Silber. Man muss nicht immer Gold kriegen, ja? Man muss auch mal die anderen gewinnen lassen, weil sonst heißt es wieder, man betrügt oder cheatet oder man hackt oder hat irgendwie bestochen oder hat sich herzlich willkommen hoch, der Blick auf das Teilnehmerfeld dieses Turniers verspricht und dieses Mal einen harten Wettkampf. Und hier kommt der nächste Reiter. Quasi.
Oh, guck mal, die haben alle weiße Nasen. Wieso haben die weiße Nasen? Habt ihr das gesehen da gerade? Die zwei Typen da auf dem Stuhl, die hatten weiße Nasen. Das waren Weißnasen oder derbe Kokser. Eins von den beiden auf jeden Fall. Ah ja, genau, hier kann man diesen fetten Rennmodus aktivieren. Also die pinke Geschwindigkeit. Schon auch so ein bisschen heftig, oder? Dass man das so in Farben unterteilt. Also für mich ist es natürlich einfach, aber irgendwann fange ich mit an und sage immer, jetzt reite ich aber pink. Anstatt schneller Galopp oder wie auch immer man es nennt. Langsamer, mittlerer Galopp. Gibt es einen mittleren Galopp? Gibt es nur langsam oder leichten? Leichter Galopp und sowas sagt man doch, oder? Leichter und ich weiß auch nicht. Ich bin einfach nicht Fachmann genug. Ich bin zwar schon so ein bisschen geskillt im Pferdewissen, aber es sind doch viele Sachen, die ich nicht weiß. Oder halt gern mal durcheinander bringen. Das kann natürlich gern passieren, dass ich halt so ein paar Details dann so ein bisschen hin und her würfle. Ja. Aber, naja. Ich danke, dass es zu verzeihen. Gute Geschwindigkeit. Und, wir rocken hier auch gerade ziemlich super eigentlich das Querfeld einrennen. Also ich behaupte einfach, ich bin derbst schnell. Wie viele Hindernisse sind es denn? Ah, das zählt drauf, ne, oder? Ja, ein genau. Wahnsinnssprung. Also sind jetzt bei Hindernis. Das war's. Das war's auch schon. Und Emma winkt mal wieder. Und holt sich so damit die Goldmedaille. Das ist ja klar. Natürlich. Super, du gewinnst. Und nochmal ein Steigbügel. Vielen Dank dafür. Wo ist meine... wer war das vorhin? Ist sie nicht mehr dabei? Naja gut. Vielleicht sind die anderen Namen auch einfach total random. Ich habe ein neues Video freigeschaltet. Das muss ich mir jetzt unbedingt angucken. Das möchte ich nämlich schon sehen. Ja? So Videos, wenn man sich die freischaltet, da lernt man noch was. Vor allem auch nicht nur für den Gebrauch im Spiel, also für als Tipp für spätere Runden, sondern auch was fürs Leben. Ja? Weil man kann halt dann einfach da reingehen und im Video nachgucken, wie es denn wirklich zu sein hat, wenn man hier verkackt. Und das mache ich jetzt auch. Krass auch, dass sie den Laptop immer anlässt, der da steht, oder? Also, der da permanent Strombelastung und ist da auch, oder ist der aus? Nein, er ist an und My Horse mit 2 erscheint. Oh, guck mal. Meine Videos und jetzt hätte ich doch nochmal Bonusvideo 3. Guck mal, das ist 8. Das ist dann weiß ich jetzt schon, dass ich dann nach dem 8. keins mehr sehe. Das ist auch ein bisschen schade. Und es sind immer Dressurvideos. Aha, ja, das sieht interessant aus. Oh, das ist eine Figur, die ich jetzt natürlich schon weiß, aber ich brauche es jetzt nicht sagen, weil ihr wisst natürlich auch, welche das ist. Und ich kenne mich natürlich sehr gut aus. Und da reitet sie hier, jetzt glaube ich, also auf F zu, ne? Also sie ist jetzt diagonal übers Feld geritten. Ja, das Bonusvideo und ich denke, jetzt müssen wir wieder ein bisschen trainieren. Ich weiß nicht, wir können ja mal reingucken, was als nächstes ansteht, ob wir dafür noch trainieren müssen. Und außerdem müssen wir mal gucken, wie es unserem Pferdchen geht. Und vielleicht auch nochmal so einen freien Austritt machen. Dann gibt es ja wieder dann Gegenstände und Klamotten zu holen. Oder vielleicht auch noch ein neues Minispiel. Vielleicht kommt ja auch nochmal ein Story-Element oder sowas. Das wäre natürlich schon interessant. Ah ja, mein Pferd geht ja doch relativ gut. Ein paar Sternchen können wir noch gebrauchen. Die können wir dann noch einsammeln mit Tarek. Ich möchte jetzt nur mal gerade hier gucken, was als nächstes dran wäre bei unserem deutlichen britischen Fahrzeug. Also das war Polen, Südaustralien. Jetzt waren wir in Frankreich und Lincolnshire. Das ist auf jeden Fall in Großbritannien. Und ich denke, da kann ich schon hingehen. Was kommt denn danach? Gloucestershire. Ah, Gloucestershire. Also Lincolnshire. Also da könnt ihr noch mitmachen. Und fürs nächste brauche ich Training, um dann noch mitzumachen. Das heißt, wir gehen jetzt mal ein paar Sterne holen und dann machen wir den Wettbewerb hier in Lincolnshire. Und wir sehen uns dann. Bis dann. Dranbleiben und tschüss.